Ja, schön. Wir kommen jetzt nach einem wunderbaren Live-Lobpreis zur Predigt. Und heute habe ich wirklich ein Wort, das unser Glaubensleben auf eine neue Ebene bringen kann. Darüber will ich reden. Was ist echte Frömmigkeit, echtes Christsein im Vergleich zu falscher Frömmigkeit, falschem Christsein, das keine Frucht hervorbringt und das weder dir selbst noch deiner Umwelt etwas bringt? Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir einen lebendigen, starken Glauben haben, weil Gott hat Segnungen für dein Leben geplant, für mein Leben, und dass dieser Segen durch dich zu anderen fließt. Und ich werde heute über einen meiner Lieblingstexte im Alten Testament reden. Das ist Jesaja Kapitel 58, und das ist überschrieben mit falscher und echter Frömmigkeit. Aber ich bete jetzt noch mal kurz für die Predigt. Jesus, wir danken dir jetzt, Herr, dass du uns vorgelebt hast in den 3 Jahren deines Dienstes, wie wir in Liebe leben sollen. Du hast uns gezeigt als Gottes Sohn. Du bist Mensch geworden. Du hast am Kreuz bezahlt zur Vergebung unserer Sünden. Dein Kreuz ist unsere Tür in den Himmel. Aber du hast uns auch gezeigt, wie wir leben sollen, dass wir nicht selbstzentriert sind, sondern dass wir reich sind an guten Werken, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, und dass wir allen Menschen Gutes tun. Und darüber wollen wir heute hören. Rede zu uns ganz persönlich. Gib uns Offenbarung und Erkenntnis, wie wir Buße tun von falschen Einstellungen und Haltungen und wie wir in dem Strom des Lebens leben können und auf dem Weg des Lebens gehen, der nach oben führt. Lehre uns heute durch dein Wort und verändere uns, damit wir viel Frucht hervorbringen. Amen. Also in Jesaja 58 ist dieses Kapitel, das sind nur 14 Verse. Der Prophet Jesaja war der Führende, der gehört zu den großen Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel und hat 700 Jahre vor dem Kommen des Messias, des Retters der Menschheit, gelebt. 700 Jahre vor Christus. Und hat ihn am Kreuz gesehen, in Jesaja 53, hat er beschrieben, wie der Sohn Gottes unsere Sünde, unsere Schwachheiten und Flüche auf sich nehmen wird. Das ist mein Lieblingsprophet Jesaja. Ja? Und das kann man in 3 Teile unterteilen. Und Teil 1 sind die Verse 1 bis 5. Das ist der Krankheitsbefund, die Diagnose. Gottes Wort ist auch wie Medizin. Gott ist unser Arzt, unser Heiler. Aber jeder Arzt macht erstmal den Krankheitsbefund, die Diagnose. Und dann kommt der Heilungsplan. Und das ist der Teil 2. Die Verse 6 bis 14 ist, wie wir leben sollen. Das Rezept, der Fahrplan für unsere Heilung, die Heilung der Gesellschaft. Und Teil 3 ist dann der Lohn und der Segen. Also das sind die 3 Teile. Die Krankheitsdiagnose, das Rezept zur Heilung und dann der gigantische Lohn und Segen für dein Leben, für unser Leben. Ich fange jetzt mal an mit der Krankheitsdiagnose, und da sagt der Prophet Jesaja in Versen 1 bis 5, rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie ein Horn, wie ein Horn. Das wurde als Kriegssignal verwandt. Also hier ist eine hohe Dringlichkeit. Er sagt, rufe aus voller Kehle und verkünde meinem Volk ihre Vergehen und dem Haus Jakob ihre Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen. Sie sind wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat. Also sie sind wie so eine Nation, aber wir werden sehen, sie handeln gottlos, sie leben in Sünden. Sie sind nicht die Nation, die Gerechtigkeit übt. Das ist hier die Krankheitsdiagnose. Sie fordern von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Sie stöhnen, warum fasten wir? Und du siehst es nicht. Ja, wir demütigen uns doch, aber du achtest gar nicht darauf, was wir Religiöses veranstalten. Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren eigenen Geschäften nach, ihr drängt alle eure Arbeiter zur Zeit und siehe, zu Streit und Zank fastet ihr, mit gottloser Faust zu schlagen, zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet. Mit anderen Worten, Gott sagt, ich kann eure Gebete nicht erhören. Ihr lebt so falsch, ihr seid so daneben,
dass ihr zwar durch religiöse Lehre Zeremonien geht, aber eure Gebete kommen nicht im Himmel an. Also ich glaube, das ist eine ernste Diagnose. Ist denn das ein Fasten, an dem Gott gefallen hat? Etwa ist das ein Tag, wo der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und ein dem Herrn wohlgefälligen Tag? Also wir sehen hier, sie sind reich an Religion, sie sind reich an äußeren Riten, aber sie sind arm an Beziehung zu Gott und am wahren geistlichen Leben, das Menschen Nutzen bringt, das Menschen Heilung bringt, das Arme und Bedürftige Nahrung gibt und das Probleme löst. Ja? Und hier sagt Gott zu Jesaja, dass er seiner Generation ihre Sünden und ihre Vergehen vor Augen führen soll. Und das ist ein ganz wichtiger Dienst der gesamten Bibel, Neues und Altes Testament. Gott sagt, decke das Böse strafend auf. Weil das ist die Krankheit. Sünde ist wie ein Krebsgeschwür. Was ist Sünde, ihr Lieben? Was ist Sünde? Im hebräischen Urtext ist Sünde das Ziel verfehlen. Und sie haben gedacht, sie treffen das Ziel. Ihr kennt das vom Bogenschießen, ja? Da ist die 12 in der Mitte. Wenn du das Ziel triffst, ist das die Mitte. Aber sie schießen völlig daneben, treffen nicht mal das Ziel, das Gott für ihr Leben hat, die Zielscheibe. Aber sie fühlen sich gut. Sie sagen, ja, wir sind doch religiös. Wir fasten doch. Wir beugen und demütigen uns doch in den Staub. Wir beten doch die Marienstatuen an. Hast du denn nicht gesehen, wie wir die Heiligen verehren und Rauchopfer bringen? Ja, also passiert das in Deutschland irgendwo? Wir haben doch zu dem heiligen Stephanus gebetet. Und Gott sagt, es ist alles bedeutungslos, weil nachdem ihr eure religiösen Totenrituale tut, streitet ihr, zankt in der Ehe, in der Familie, ihr seid gewalttätig, ihr plündert andere, ihr übervorteilt, ihr missbraucht das, was ich euch gegeben habe, anderen Gutes zu tun. Also Gott sagt, das ist ein nutzloser Gottesdienst. Und ihr Lieben, wenn dich das betrifft, wo immer du zuschaust, es gibt nur ein Rezept der Heilung, Buße tun. Umkehren von dem Weg, wo wir Gottes Weg des Lebens verlassen haben, auf einen Irrweg gegangen sind, ruft Gott durch Jesaja zurück. Er sagt, kommt zu mir zurück, ihr seid abgewichen. Wir müssen umkehren und Gottes Weg der Liebe, des Erbarmens, des Segens für andere neu lernen. Amen, stimmt das? Religion, religiöses Leben ist sehr, sehr oft ohne Gottes Willen zu tun. Es sind nur äußere Ritualien, ja? Maria, Mutter Gottes, sei mir gnädig, gebenedeit seist du. Und dann sagen Menschen auch heute, wie damals die Menschen hier, ja, ich habe doch 20 Mal das Ave Maria gebetet. Aber Gott sagt, ich kann deine Gebete nicht hören. Weil Gott will keine Religion, Gott will Herzensveränderung. Amen. Gott will, dass unser Leben ein Leben wird, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Dass wir seine Jünger werden. Amen. Dass unser Leben voller Liebe, voller Güte ist, damit Gott durch uns diese Generation besser machen kann. Amen. Amen. Darauf achtet Gott. Und du kannst 5000 Ave Maria beten, aber wenn dein Herz weit weg ist von Gott und du bist kalt und du bist zornig und bitter und ärgerlich, dann ist es alles für die Katze. Richtig? Aber meiner Katze möchte ich das nicht geben, die kriegt gutes Futter. Amen. Aber es ist eine Redewendung, ihr wisst das. Also Religion ist menschengemacht und hat oft null Einfluss auf unser Verhalten. Und das ist die Krankheitsdiagnose. Gott sagt, euer Fasten erreicht mein Herz überhaupt nicht, ändert euer Leben. Es sind äußere Formen ohne Frömmigkeit, ohne Inhalt. Es ist eine falsche Frömmigkeit, sich vor Reliquien, Statuen, Heiligen, die längst verstorben sind, niederzubeugen. Gott sagt, dass euer Niederbeugen brauche ich nicht. Ich will, dass ihr aufsteht und mit mir Antwort auf die Not der Menschen draußen werdet. Amen. Das ist die wahre Frömmigkeit. Also ich bin jetzt schon begeistert. Ich habe in der Predigtvorbereitung nachgedacht, warum zanken und streiten Leute? Frag dich das jetzt mal. Warum ist Gewalt in der Welt? Warum zanken, streiten, rechthaberisch,
Die Bibel sagt, Streit ist die Wurzel allen Bösen. Es bringt Spaltung, Entzweiung, es zerstört die Zuhörer und dich selbst. Warum streiten Menschen? Weißt du, was ich als Antwort bekommen habe? Vakuum. Leere. Wenn ich nicht in dem Plan Gottes für mein Leben lebe, wenn ich nicht reich bin an guten Werken, wenn ich nicht die Dinge tue, zu dir Gott dich und mich berufen hat, dann langweile ich mich, dann ist ein Vakuum da und dann habe ich Zeit zu streiten. Stimmt das? Ihr seid so ruhig. Ich glaube, es ist wahr. Aber wenn man ruhig ist, denkt man nach. Ja, daher kommt Streit. Ich habe keine Zeit. Ich will es auch gar nicht, weil mein Herz ist, andere zu segnen, anderen Gutes zu tun. Amen. Also Gott hasst Streit. Gott hasst Zank und Gewalt. Und dann komme ich zum zweiten Teil. Und Gott sagt, ändert euer Leben, lernt Gutes tun, dann kann ich euer Gebet erhören. In Jesaja 1, 19, 20, ist eine Schlüsselstelle in Jesaja Kapitel 1, da sagt Gott, wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Also wenn wir auf Gott hören und das Gute tun, dann essen wir das Gute des Landes. Und Gott wird uns mit Fettem, mit Guten speisen und wir werden nur aufwärts steigen und immer mehr Segnung als Familie Gottes erleben. Stimmt das? Wenn ihr euch aber weigert, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Das muss Gott gar nicht tun. Wenn wir falsch leben, dann hat unsere Sünde zerstörerische Konsequenzen. Stimmt das? Wenn ich andere missbrauche, schade ich mir selbst und dann zerstöre ich mich selbst. Und Gott sagt, lernt Gutes tun. Und dann möchte ich mit euch Vers 6, jetzt komme ich zu Teil 2, das Rezept zur Heilung, das Gott nennt. Das ist so stark. Gott sagt, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich Wohlgefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten jedes Joches zu öffnen, Jochs auf Schultern von Menschen, die sie bedrücken, zu zerstören, gewalttätig Behandelte in die Freiheit zu führen und jedes Joch zu zerbrechen. Besteht das wahre Fasten, sagt Gott, nicht darin, dass du dein Brot brichst dem Hungrigen und dein Brot Armen und Bedürftigen gibst und dass du heimatlose Elende in das Haus führst, in dein Haus, das Haus Gottes führst. Es kann auch sein, sie aufzunehmen, einen Wohnraum zu schaffen, Gastfreundschaft, zu sagen, hier braucht jemand eine Wohnung, hier ist ein Wohnraum, ich führe ihn in mein Haus. Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du deinen Nächsten dich nicht entziehst. Das ist Teil 2. Ich will das kurz mit euch anschauen. Fasten, das Gott gefällt, ist nicht immer nur nicht essen. Wir denken bei Fasten immer, ja, ich esse nichts. Ich kasteie oder strafe meinen Körper, 3 Wochen esse ich nichts. Gott ist davon nicht beeindruckt. Ich glaube, das Fasten, das Gott beeindruckt, ist, dass wir fasten von Egoismus. Man kann von Egoismus fasten. Man kann von Selbstzentriertheit fasten. Man kann fasten von Streit, von Zeitverschwendung. Stimmt das? Von eigenen Plänen. Ich habe früher immer eigene Pläne gemacht, habe Gott gar nicht gefragt, habe gar nicht um Weisheit gebetet, hat nie funktioniert. Wir können zur Ruhe kommen, das ist auch ein Fasten, dass wir sagen, Gott, du hast einen Plan, der 1000-mal besser ist als meiner. Ich will Zeit mit dir zu verbringen, der Fernseher bleibt aus. Aller Unsinn, der mich runterzieht, faste ich von. Ich suche dich für deine Segenspläne durch mein Leben. Das ist ein wahres Fasten. Wahres Fasten ist immer aktiv in guten Werken. Hört das mal ganz kurz. Das sind Sachen, die kamen aus dem Gebet, als ich die Predigt vorbereitet habe. Da wird es ganz konkret. Ja? Da kriegt die Sache Füße. Wahres Fasten, wie Gott das hier beschreibt, ist, ungerechte Fesseln zu lösen. Das ist Menschen aus Gefängnis der Einsamkeit, der Süchte, ja, oder des Mangels helfen herauszuführen. Ja, Fesseln des Jochs, das kann Sünde sein, bei Menschen zu helfen, dass sie zu Jesus kommen und sagen, vergib mir, Herr, reinige mein Herz, befreie mich von diesem Joch, von dieser Fessel. Dass wir Menschen zur Buße führen von ihren Sünden, weil darin ist Heilung und Rettung. Amen. Und dass wir Menschen helfen, dass ihr Herz geheilt wird von Bitterkeit und Zorn und dann geht der Ärger. Ich war früher wie ein wandelnder Vulkan, weil
weil ich voller Hass und Ärger war auf mein Elternhaus, auf meinen Vater, auf viele Verletzungen und Wunden. Aber dann hat Jesus mein Herz geheilt. Amen. Und Jesus sagt, wir sollen sanftmütig sein. Lernt von mir, ich bin sanftmütig und demütig. Also, das ist unser Dienst. Gott sagt, das ist das Fasten, dass ihr Menschen von Gebundenheit und Gefangenschaft in Freiheit verhelft. In Lukas 4, 18, 19, ist die Parallele im Neuen Testament, sagt Jesus, darum bin ich gesalbt, Gebundene zu befreien, Gefängnistüren aufzumachen und zu sagen, dies ist das Gnadenjahr des Herrn, gebrochene Herzen zu heilen, Halleluja. Und Heilung kommt vom Thron Gottes, wenn wir bitten. Amen. Amen. Wenn wir sagen, Herr, mein Herz ist verwundet. Ich spüre jetzt im Geist, das betrifft viele, auch du, wo du es jetzt auf YouTube schaust, bei dir zu Hause. Wir müssen sagen, Jesus, heil mich von allem Bitterkeit, allem Zorn, allen Wunden meiner Vergangenheit. Lösche negative Gedanken. Lege dir selbst die Hände auf. Wir haben das heute Morgen im Gottesdienst gemacht. Jesus, lösche negative Gedanken. Heil mein Herz. Amen. Amen. Und Gott wird das tun. Füll mein Herz mit deiner Liebe für andere. Ich will nicht mehr ärgerlich und zornig und bitter sein. Dann sagt Gott zweitens, brich Hungrigen dein Brot. In Vers 7. Bekleide Nackte. Viele Menschen sind heimatlos und elend. Und Gott sagt, die Gemeinde ist dafür da, Einsame in Familie zu setzen. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir nicht mehr einsam sein müssen. Ist das nicht cool? Halleluja! Die Gemeinde ist Familie, wo Heilung, Gesundung, Wiederherstellung geschieht. Von Geist, Seele, Körper, Finanzen, Berufung. Shalom heißt Frieden, kein Mangel an irgendetwas. Shalom ist ein ganzheitliches Wort. Die Hebräer, die Israel, Gottes Sprache, denkt immer ganzheitlich. Du kannst keinen Frieden haben, wenn du dir auf den Daumen gehauen hast. Stimmt das? Alles kann gut sein, aber wenn dein Daumen wehtut, ist der Shalom nicht da. Und Gott will uns so segnen, dass wir Frieden an Geist, Seele, Körper, Finanzen, Beziehungen haben. Aber das geschieht nicht über Nacht, das ist ein Prozess. Amen. Und wenn wir Gott loben und preisen und suchen, dann wird es dir nächstes Jahr doppelt und dreifach so gut gehen wie dieses Jahr. Der Weg des Gerechten führt nach oben. Und das sagt Gott, ist wahres Fasten, dass wir Menschen in die Segensfülle Gottes führen. Die Neue Testament-Parallele ist in Lukas 14, 25 bis 24 das Gastmahl. Da sagt Gott, meine Party ist bereit, alles ist bezahlt. Das Fest des Reiches Gottes ist da, sammelt nackte, arme, blinde, lahme in mein Haus, damit sie nicht mehr blind und arm und nackt und lahm sind. Amen. Amen. Das sehen wir im Neuen Testament. Auch in Matthäus 25, 31 bis 40, könnt ihr zu Hause nachlesen, ist genau das, was Jesaja sagt. Jesus bringt Gleichnisse, die deckungsgleich sind mit Jesaja 58. Also das ist Gottes Wille. Das Reich Gottes, die Gemeinde ist ein Fest und wir spannen die Tücher unserer Zelte immer weiter und wir wollen Hunderte und Tausende einladen dazu. Amen. Halleluja. Weil Gott liebt alle Menschen. Und er nimmt uns an, wie wir sind, aber er hat Verbesserungsvorschläge. Er macht uns besser. Amen. Er macht uns besser und besser und besser. Das ist Gottes Plan. Der dritte Teil ist Lohn und Segen. Und der begeistert mich. Damit schließe ich jetzt, das ist der letzte, dritte Teil der Predigt. Von Vers 8 bis 14 sagt Gott 10 Dinge. Die liste ich jetzt kurz auf. 10 Segnungen und Belohnungen. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Ne? Und die haben es in sich. Vers 8. Er sagt, wenn du das tust, dass du ein Fasten von Egoismus hast, das sich in guten Werken für andere ausdrückt, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Amen. Viele sagen, ja, ich kann nicht dienen, ich bin nicht gesund. Wach auf, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester oder Mann oder Frau oder Kind oder Jugendliche. Der Weg der Heilung ist dich verlieren und vergessen und Gutes tun für andere. Amen. Die Heilung deiner Seele, deines Selbstbildes kommt, indem du anderen dienst im Namen Gottes. Dadurch wird dein Körper geheilt, deine Seele geheilt und deine Beziehung mit Gott und dir selbst geheilt. Halleluja. Also er sagt, deine Heilung kommt schnell. Dein Licht kommt hervor,
wie die Morgenröte. Die Sonne geht jeden Tag auf und daraus kommt Leben hervor, Wärme. Wir brauchen das Licht, um zu wachsen, und Menschen brauchen dein und mein Licht. Stimmt das? Wenn dein Licht aufgeht, deine Wärme, dann kommen andere zu diesem Licht. Sie strömen zum Licht, von dir, von mir zur Gemeinde, und sie erleben die Wärme, die Annahme, die Liebe, und sie werden heil. Halleluja. Also da ist so viel drin. Also erster Punkt, Licht bricht hervor. In Malachi 3 steht, die Sonne der Gerechtigkeit geht auf mit Heilung unter ihren Flügeln. Könnt ihr im letzten Buch der Bibel, also Altes Testament, Malachi 3 lesen. Das ist Jesus Christus, die Sonne der Gerechtigkeit. Aber sie geht in dir auf. Deine Heilung wird schnell sprossen. Unser Fokus muss weg von uns selbst zu anderen. Weg von mir selbst zur Gemeinde, zum Reich Gottes. Matthäus 6,33, suche zuerst das Reich Gottes und meine Gerechtigkeit, was in der Sicht des Himmels gerecht ist, und alles wird dir hinzugefügt werden. Reicht dir alles? Alles wird dir hinzugefügt werden, wovon du träumst, was du brauchst und mehr. Amen. Aber der Weg ist, zuerst Gott suchen und anderen, ein Kanal werden für andere. Du kannst dich fragen, wem kann ich dienen? Wo sind Einsame? Wo sind Kranke? Wo ist jemand, der Ermutigung braucht? Wo sind Bedürftige? Wo sind Kinder? Gott hat uns Dringlichkeit gegeben, wir bauen jetzt einen Kinderraum auf. Suni wird Kinderpastorin. Sie war schon Kinderpastorin. Sie wird ein Team um sich versammeln und trainieren. Und wir wollen Kindergottesdienste haben, damit die Kinder einen Raum haben, wo sie geistlich wachsen können und mehr Ehepaare, Familien mit ihren Kindern kommen können. Und dann kriegen sie die wunderbare Liebe meiner Frau Suni. Sie hat bei der Taufe Kinder so liebevoll behandelt, habe ich gesagt, ich möchte auch ein Kind sein. Weil Kinder brauchen die mütterliche Liebe, Amen, auch die väterliche. Und das ist, was wir aufbauen wollen. Frage dich, wem kann ich dienen? Drittens sagt er, deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Andere werden sagen, wow, ich bin begeistert, was Gott durch diese Schwester, durch diesen Bruder, durch sie tut. Andere werden darüber reden und das zieht wieder Leute an. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Du bist ein Vorbild für andere. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Ja? Die Herrlichkeit ist Gewicht, ist Substanz. Kabot. Die Herrlichkeit Gottes ist der ganze Reichtum und Weisheit und Gewicht Gottes. Wenn du sagst, die Herrlichkeit eines Königs, mir fällt immer Queen Elizabeth ein, wenn ich darüber rede, ist der Buckingham Palast. Stimmt das? Wenn du von Herrlichkeit von Königen redest, dann verweist du auf ihre Paläste, auf ihre Golfplätze, auch wenn das vielleicht ungerecht dann auch zum Teil in der Geschichte zustande gekommen bin. Klammer auf, Klammer zu. Ja? Aber wir haben eine Herrlichkeit, wir sind ein königlich-priesterliches Geschlecht und Gott sagt, deine Herrlichkeit wird aufgehen. Und der Reichtum Gottes wird durch dein und mein Leben sichtbar werden, durch das Leben der Gemeinde. Ist das ein großer Lohn? Ich glaube ja. Und dann sagt er, dann wirst du rufen, Vers 9, das ist der vierte Lohn, und der Herr wird dir antworten, du wirst ihm Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Die Zeiten, wo du jahrelang betest und nichts passiert, sind vorüber. Du betest und Gott sagt, hier bin ich, mein Sohn, hier bin ich, meine Tochter, was kann ich vom Himmel freisetzen für dich? Amen. Amen. Und dann wirst du Gebetserhörung von Gebetserhörung im Namen Jesus erleben. Warum? Weil du auf Gott hörst. Weil du das tust, was der Vater von dir und von mir erwartet. Amen. Weil das Problem ist, dass Gebet eine Zweibahnstraße ist. Wenn wir Gott gehorchen, da ist das Wort horchen drin, stimmt das? Wir hören auf Gott und wir tun, was er sagt, dann hört Gott auch auf dich. Amen? So einfach ist das. Gehorchen und Gott hört Gebete. Das ist ein Geheimnis. Und Gott sagt, ich werde deinen Ruf hören, ich werde deine Gebete hören, weil du folgst mir, du gehorchst mir. Und dann sagt er weiter, wiederholt in Vers 9 und 10 nochmal das Heilmittel aus den Versen 6 und 7, Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Er sagt, wenn du aus deiner Mitte das Joch fortschaffst, nicht mehr mit Fingern ausstreckst, guck mal, was du getan hast. Wir beschuldigen andere, kennt hier natürlich keiner, richtig? Du beschuldigst niemanden. Er sagt, streck nicht die Finger aus, drei zeigen auf dich zurück.
oder sogar vier. Er sagt, kein Finger ausstrecken, keine Schuldzuweisung mehr auf andere. Höre auf, sondern gib die Schuld Jesus, auch von anderen, von dir selbst. Jesus hat sie am Kreuz getragen. Amen. Er sagt, wenn du jedes Joch zerbrichst und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst. Vers 10. Gott wiederholt Dinge, weil sie so wichtig sind, damit wir sie nicht verpassen. Deswegen hat Jesus immer gesagt, wenn es wichtig war, wahrlich, 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 ich sage euch. Das heißt, lausche auf, hör genau zu. Also Gott will, dass wir den Hungrigen und Armen unser Leben brechen und geben. Amen. Dann sagt er, dann wird dein Licht aufgehen aus der Finsternis. Dein Dunkel, wenn du dunkle Tage hast, werden sein wie, wie das Licht am Mittag. Das heißt, deine Dunkelheit von vor 2, 3 Jahren wird plötzlich lichthell sein. Wünschst du dir das? Ich wünsche mir das. Kein Raum mehr für Depressionen. Kein Raum mehr für Niedergeschlagenheit. Sondern aufrecht in der Kraft Gottes, voll mit der Gegenwart und dem Heiligen Geist, so dass ich ein Gesegneter, eine Gesegnete Gottes bin, durch die jeden Tag gute Dinge und Segnungen zu anderen fließen. Amen. Das ist, was er sagt. Dein Licht wird aufgehen in der Finsternis, dein Dunkel wird sein wie der Mittag und Menschen strömen zu deinem Licht. Und dann sagt der 6. Lohn, beständig wird der Herr dich leiten in Vers 11. Und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre. Aber erstmal dieser 6. Punkt, beständige Leitung vom Herrn. Ich sage dir, wir brauchen nichts dringender in diesen letzten Tagen der Endzeit. Wir sind seit 2000 Jahren in der Endzeit. Wir haben 2022 nach Christus. Viele sagen, jetzt ist Endzeit. Meine Liebe, Endzeit ist seit 2000 Jahren. Aber wir sind in den letzten Tagen. Es ist sehr gut möglich, dass wir im finalen letzten Kapitel sind, bevor das Endgericht über die Menschheit kommt. Ich glaube, die Zeichen sind überdeutlich. Und wir brauchen tägliche Leitung von Gott. Amen. Weil die Welt verirrt sich in immer mehr Lügen, immer mehr Täuschung, immer mehr Verwirrung. Und Gott sagt, das wird für dich nicht gelten. Ich werde dich beständig leiten. Ich werde zu dir reden. Das ist der Weg, den du gehen sollst. Du wirst meine Stimme hinter dir hören. Das ist ein falscher Weg. Geh den nicht. Geh diesen Weg. Geh auf diesen Weg. Das ist das Kostbarste, was es gibt, dass der Schöpfer, mein himmlischer Vater, dein himmlischer Vater, dich jeden Tag leitet. Amen. Also das brauchen wir und das wollen wir. 7. Punkt, 7. Lohn. Und deine Seele werde ich sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine werde ich stärken. Ist das gut, dass du gestärkte Beine hast? Gott macht deine Seele wie einen bewässerten Garten, wie ein Wasserquell. Du wirst eine Quelle für deine Umgebung, für deine Nachbarschaft. Willst du das? Ja. Brauchen wir das? Wir wollen eine Quelle sein, aus der Wasser vom Thron Gottes fließt, von Gemeinde Neues Leben, von deinem und meinem Leben in unsere Nachbarschaft, in unsere Umgebung, am Arbeitsplatz, wo immer wir sind. Und dann können wir Zeugnis geben, was Gott tut und Gott zieht die Menschen zu sich. Also er stärkt deine Gebeine, deine Seele wird ein wasserreicher Garten und dort wachsen neue Dienste. Stell dir einen Garten vor. Du bist ein Garten, du und ich. Ich bete das jede Woche mehrmals. Und dann kommen neue Früchte, neue Dienste, neue Träume, neue Projekte, neue Dinge, weil deine Seele ein wasserreicher Garten ist. Amen. Wenn deine Seele ausgedürrt ist und du bist jeden zweiten Tag depressiv, kannst du Neues aufbauen? Geht nicht. Unsere Seele muss ein wasserreicher Garten sein, damit wir die Kraft haben, von oben Neues zu schaffen. Und Gott sagt, das mache ich für dich. Empfang das heute Morgen. Und dann sagt er, und die von dir kommen, die durch dich zum Glauben kommen, die du in deiner Nachbarschaft beeinflusst, die zum Glauben an Jesus kommen, die in das Reich Gottes in Gemeinde kommen, die von dir kommen, die zum Glauben kommen, was wir ja immer mehr erleben, die werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Du wirst genannt werden Vermaurer von Breschen, Wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Und ich glaube, das ist das, wozu Gott uns berufen hat. Land einzunehmen, auch Gebäude einzunehmen und dann Dinge wiederherzustellen. Und wir erleben das hier im Welsekiez, dass der Friede Gottes wächst, dass wir Risse vermauern, auch im geistlichen Bereich. Amen.
Und ich glaube, Gott will, dass wir Gebäude und Land einnehmen. Ich habe Dinge in meinem Herzen, ich werde darüber demnächst reden, auch auf YouTube, wo Gott mir Gebäude zugesagt hat, die wir wiederherstellen sollen, zum Wohnen. Und wo Schulen sein werden, für junge Menschen, Gemeinde zu gründen, Dienste aufzubauen. Und Gott will, dass wir Glauben haben. Weil im Neuen Testament sagt er immer wieder, wenn du aufgibst für mich Dinge, dann will ich dir geben Häuser, Äcker, Brüder, Schwestern, Mütter, Väter. Und das sagt er hier, du sollst Häuser wieder aufrichten und einnehmen zum Wohnen. Also, jetzt kommt der letzte Punkt, damit schließe ich. Er sagt in Vers 13, 14, wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben, und du nennst den Sabbat eine Wonne, den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig, und wenn du ihn ehrst, also ein Rhythmus, einen freien Tag, wo wir Gott suchen, und nicht deinen eigenen Plänen und Geschäften nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust haben am Herrn, und ich werde dich einherfahren lassen auf der Höhe der Erde, werde dich speisen mit dem Erbteil Israels und Jakobs, deines Vaters. Ja, der Mund des Herrn hat es geredet. Also er sagt hier zum Abschluss nochmal ein Wenn, was wir tun sollen. Wir sollen auch Sabbat heiligen. Und der Sabbat ist dafür da, ein Ruhetag, dass wir uns komplett erneuern, dass wir Gott suchen, dass wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Aber es gibt im Neuen Testament noch was Größeres als einen Tag, wo wir entschleunigen, wo wir Gott suchen. Ich plane auch nächste Woche am Sabbat, das ist für mich Teil des Gebets, gehe spazieren, mache schöne Sachen. Und das ist die Sabbatruhe des Glaubens, 365 Tage im Jahr. Im neuen Bund sagt Gott, lebe täglich im Sabbat. In Kapitel 4, das ist das gewaltige Große, da sagt er, jeder, der in Christus ist und im Glauben versöhnt ist mit Gott Vater, kommt zur Ruhe von seinen eigenen Werken. Und wir gehen ein in die Sabbatruhe Gottes. Hört das bitte nochmal gut. Und das ist so wichtig. Ich habe 10, 15 Jahre und länger lernen müssen, von meinen eigenen Werken zur Ruhe zu kommen. Ich will keine eigenen Werke mehr tun. Hört ihr das? Weil Gott hat Werke. Amen. Amen. Mir haben weise Männer und Frauen Gottes über Jahre gesagt, Markus, cease striving. Höre auf zu streben. Markus, komm zur Ruhe von dir selbst. Und ich habe das lange nicht kapiert. Ich war immer getrieben. Immer Ziele, Pläne, 3-Jahrespläne, 5-Jahrespläne. Hat alles nicht funktioniert. Vieles ist zerbrochen. Und dann habe ich Offenbarung bekommen, lebe in der Sabbatruhe Gottes. Amen. Gott hat Werke. Und ich muss sie mir abholen. Amen. Und das ist das Größere als ein Tag, sondern ich lebe 365 Tage gelassen und in Ruhe. Ich muss nichts planen. Ich muss hören und gehorchen, was Gott sagt. Amen. Yonggi Cho, Pastor der größten Gemeinde der Welt. Ich habe ihn mehrmals getroffen in Südkorea, 700.000 Mitglieder. Ich habe ihn getroffen, er fragt, wie hast du das alles gebaut? 15.000 Sitzplätze, Auditorium, Universität, 700.000 aktive Mitglieder auf dem Parlamentsgelände, Yuido-Insel. Er sagte, ich habe gefragt, mit welcher Strategie hast du das geplant? Das war der alte Markus. Mit welchem von deinen Plänen hast du das aufgebaut? Und Yonggi Cho sagte, ich habe keine Strategien. Ich habe keine Pläne. Ich höre und gehorche. Und wenn du das in dein Herz aufnimmst, dann hast du den geistlichen Schlüssel für Wunder und Durchbrüche. Wir müssen zur Ruhe kommen von uns selbst und sagen, Gott Vater, offenbare mir, was du durch mich in dieser Generation tun willst. Und ich sage dir, dann ist Rückenwind hinter dir, Segen hinter dir, die Ressourcen und Mittel fließen, weil Gott versorgt immer seine Vision. Amen. Amen. Gott bezahlt immer, was er bestellt. Aber wenn du eigene Dinge machst, dann sagst du, Gott, warum hilfst du nicht? Warum hörst du meine Gebete nicht? Gott sagt, weil du nicht tust, was ich dir sage. Amen. Und das müssen wir tief in unserem Herzen verankern, das sagt Gott hier. Und er sagt, dann wirst du deine Lust haben am Herrn und du wirst in dein volles Erbe kommen. Ich sage dir, Lust am Herrn ist der 10. Lohn. Nicht mehr Lust an Coca-Cola, nicht mehr Lust an Drogen, die kaputt machen, nicht mehr Lust
an falschen Dingen, die uns binden und zerstören, das tut jede Sünde, sondern wir haben Lust an der Liebesbeziehung zu Papa Gott. Amen. Amen. Wir haben unsere Lust an Gottes Wort. Amen. Es ist kostbarer als Gold und süßer als Honig. Amen. Und dann haben wir unsere Lust an Gott und Gott wird uns belohnen und segnen Tag für Tag und Woche für Woche und Monat für Monat mehr. Amen. 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 Lass uns noch mal kurz mit Gebet abschließen. Himmlischer Vater, wir danken dir jetzt von Herzen her, dass es für uns möglich ist, durch deinen Heiligen Geist lebendigen Glauben, lebendige Frömmigkeit und Christsein zu haben. Herr, wir wollen wirklich unser Brot brechen den Bedürftigen. Wir wollen Gefangenen in die Freiheit führen. Wir wollen wirklich diese Segnung erleben, dass unser Licht und unsere Herrlichkeit aufgeht. Wir wollen armen, schwachen, bedürftigen Gefangenen helfen, dass sie frei werden und dass sie in ihre volle Berufung kommen. Rede du zu uns, Herr, wie du unser Leben verändern willst und hilf uns, dass wir zur Ruhe kommen von uns selbst. Lass uns in die Sabbatruhe des Glaubens eingehen, wie in Hebräer 4 im Neuen Testament geschrieben ist, Hebräer Kapitel 3 und 4. Wir wollen zur Ruhe kommen und salbe unsere Ohren, dass wir deine Stimme hören und gib uns ein gehorsames Herz, dass wir tun, was du uns sagst, damit du uns hundertfältig segnen kannst. Und salbe unsere Herzensaugen, dass wir sehen, was du für Pläne und Visionen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Gott segne dich und schreib doch auch Kommentare auf YouTube, wenn die Botschaft dir geholfen hat. Und geh auch auf www.neuesleben.berlin und besuch uns gerne in der Gemeinde. Heute war jemand da aus der VW-Stadt Wolfsburg, was uns sehr gefreut hat. Gottes reichen Segen. Amen. Amen. Amen.